Vielen Dank, Tom. Wir sind genauso sprachlos und fassungslos wie du und wie fast 80.000 in diesem Stadion. Die Menschen jetzt hier in Paris werden, wir sehen das im Hintergrund, erst durch ihre Telefonate informiert, was passiert ist. Wir wissen auch nicht alles hundertprozentig. Es gibt mehrere Gerüchte. Allerdings ist auch schon bestätigt, dass es mehrere Explosionen gab in der Nähe des Stadions. Wir haben das ja gehört. Wir haben das uns zwar alle sehr erschrocken, weil es sehr laut war. Lauter als gewöhnlich. Man hat sich aber Mut mehr oder weniger eingeredet und gedacht, vielleicht war es ein Böller, der mit reingeschmuggelt wurde, weil das Geräusch hat man eigentlich vernommen, als wenn es im Stadion passiert wäre. So hat sich das auch angefühlt. Also so, wie wenn das in dem weiten Rund halt sich der Schall breit gemacht hätte. Aber jetzt wissen wir ja mehr. Irritiert hat uns allerdings alle, weil wir direkt am Platz unten saßen, dass der Boden richtig gewackelt hat. Insofern war dem einen oder anderen doch klar, dass das mehr sein musste. Es ist bestätigt, dass es Explosionen gab. Von 18 Toten ist die Rede. Jetzt habe ich gerade neue Informationen. Ja, wir hören noch mal rein in diesen Knall, der in der 20. Minute hier durchs Rund ging. Also auch da, die Spieler haben sich sofort umgeblickt, weil es einfach ein wahnsinniger Krach war. Es hat allerdings auch weiter weg vom Stadion wohl eine Schießerei gegeben, wo auch von Toten die Rede ist. Auch das ist noch nicht im Moment 26 Tote, wie ich in der Sekunde höre. Allerdings, diese beiden Zusammenhänge sind jetzt nicht bestätigt. Jetzt sehen wir Bilder live vom im Stadion. Es wird, werden die Innentore aufgemacht, dass die Zuschauer auf den Platz laufen dürfen. Wahrscheinlich eine neue Sicherheitsmaßnahme jetzt der Polizei. Von einer Geiselnahme ist auch die Rede, die ist angeblich in einer Konzerthalle gegeben hat hier in Paris. Und angefangen hat ja alles heute Vormittag mit einer Bombendrohung im deutschen Spielerhotel, die sich Gott sei Dank nicht bestätigt hat. Da hatte man noch die Hoffnung, das war alles nur ein übler Scherz an diesem Tag. Aber dass der Tag eine solche Wendung nimmt, das reißt uns allen den Boden unter den Füßen weg. Es wird definitiv heute, das kann ich Ihnen versprechen, nicht ein Wort mehr über Fußball geredet, hier auch von uns. Das möchte keiner mehr. Der Bundestrainer ist jetzt gerade aktuell in der Kabine, wird seinen Spielern natürlich von diesen schlimmen Ereignissen berichten, wird sich da natürlich auch noch selber die neuesten Informationen einholen. Und er hat angekündigt, da sehen wir Uli Vogt, beziehungsweise ich sehe ihn, der uns hier gerade noch Informationen geben kann. Richtig. Also wir haben die Information vom Mediensprecher von Uli Vogt, dass Joachim Löw kurz zu uns gleich kommt. Er will natürlich auch überhaupt nicht über Sport reden. Und